So, Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Und Crimson Row ist zwar schon rum, aber wir haben noch was Cooles. Willkommensbooster. Eine andere Art der Willkommensbooster. Es ist sehr viel hübscher, wenn ihr mich fragt. Wirklich, wirklich viel hübscher als dieses komische blaue 2021-Ding. Sag uns eure Meinung, sagt uns deine Meinung. Hier könnt ihr so einen komischen Link eingeben. Ja, gucken wir uns mal an. Diese Booster bekommt ihr geschenkt bei eurem Lego Game Store. Ihr geht hin und sagt, wie ich hätte gerne einen Willkommensbooster von Magic. Dann bekommt ihr einen Willkommensbooster von Magic. Gerade neue Spieler sollten das auf jeden Fall tun. Denn hier sind Gratiskarten drin. Das hier ist ein Arena-Code, mit dem ihr ein sehr cooles Deck freischaltet. Das möchte ich selber noch einlösen, deshalb gebe ich euch das nicht. Dann habt ihr Werbung. Dann habt ihr eine Mehrwerbung. Werdet Teil der Community. Es gibt Commander Standard Booster Draft. Ja, okay, es gibt noch ein bisschen mehr. Die Freunde finden, die sich jeden Freitag treffen. Auch das ist wahr. Willkommen in der Welt von Magic. Sehr cool. Dann haben wir eine Ebene. Eben voll. Aus Crimson Row? Nee, Midnight Hunt ist das. Midnight Hunt. Dann haben wir ein Morgenlicht für Jüngeren. 4 Mana 2-4. Wenn ihr ins Spielfeld kommt, erhalten wir 3 Leben. Tappen für Mana mit ihrer Farbe. Auch die aus Midnight Hunt? In einem Midnight Hunt Artwork. Finde ich ganz cool. Dann haben wir ein Unterwassergrab Flickwerk. 5 Mana 3-6. Wenn ins Spielfeld kommt, bildet ein Spieler 3 Karten. Und für 3 Mana kann der Zug nicht geblockt werden. Auch der Foil. Dann haben wir eine Sphäre des Commanders aus irgendeinem Commander-Deck. Commander 21. Mir ist gerade mein Licht ausgegangen. Ich hoffe, das hält noch durch. 3 Mana tappen für Mana mit der Farbe für den Farbidentität des Commanders opfern, um eine Karte zu ziehen. Sehr cool. Die war im letzten auch drin. Klingen durch Border's Gap. 2 Mana, 2, 3. Andere Zombies, die ihr kontrolliert, kriegen plus 1 plus 0. Es ist so viel aus Midnight Hunt da drin. Heilige. Es ist fast nur Midnight Hunt. Elementalistin. 4 Mana 2-1, wenn sie ins Spiel kommt, bringen wir einen Spontanzauber da eine Hexerei aus dem Friedhof zu auf die Hand. Okay. Arlen, Stimme des Rudels. 6 Mana, 7 Marken. Jede Kreatur, die du kontrollierst und die ein Wolf oder ein Werwolf ist, kommt in einer zusätzlichen plus 1 Mana gespielt. Mächtig. Und wenn wir mit minus 2 kriegen wir einen Wolf. Nicht so mächtig. Ja. Hier nochmal Werbung. Gestatten Arlen Court. Mit einer Geschichte, wie sie zum Vampir, zum Werwolf wird. Dann kommen wir zu den Rares. Triskaidophobia, Phobie, 4 Mana Verzauberung zu Beginn des Versorgungssegments. Jeder Spieler, der genau 13 Lebens. Jeder Spieler mit genau 13 Lebenspunkte verliert die Partie. Dann erhält jeder Spieler minus einen Lebenspunkt. Okay, ein dazu. Hä? 13. Jeder Spieler mit genau 13 Leben verliert das Spiel, dann verliert jeder Spieler einen Lebenspunkt. Ach, bestimme. Okay, ich dachte, man macht eins von beiden. Heilige, das ist aber schon lange her, dieses Innistrad. Okay, wir sind also die ganze Zeit Lebenspunkt am Hoch- und Runterschrauben, bis einer 13 hat und damit verliert. Muss man das einem Anfänger in die Hand drücken? Das soll ein Willkommensbooster sein. Finde ich nicht cool. Zusammenkunft der Krieger, das ist eine Karte, die kann man Anfängern geben. 2 Mana Verzauberung, wenn er ins Spielfeld kommt, sagt man Kreaturenchip. Kreaturen mit dem Kreaturenchip kriegen plus 1 plus 1. Yes, Power! Und Phönix des Himmelsfeuers, das ist eine Commander-Karte. 4 Mana 3-3 fliegend Eile, immer wenn du deinen Commander wirkst, bringe den Phönix zum Friedhof zurück. Ja, Commander-Karte. Muss man Commander-Karten jetzt schon in den Willkommensbooster packen? Ich bin kein Fan davon. Ich fand die alten einfach besser, die anderen alten Willkommensbooster. Die fand ich wirklich besser. Hier, die finde ich nicht so geil. Fragt im Local Game Store nach alten Willkommensboostern. Wenn die keine mehr haben, dann nehmt die hier, weil sie gratis sind. Aber fragt lieber nach den alten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, hab ich gesagt. Ciao, ciao.